Optimieren mit quadratischen Gleichungen. Machen wir da an der Stelle mal weiter. Folgendes Beispiel, es steht irgendwo ein Haus mit einer Mauer. Ich mache das mal so, indem ich das schraffiere. Das ist also fest vorgegeben. Das soll hier ein rechter Winkel sein. Und ich habe... Nehmen wir mal 80 Meter Maschendrahtzaun. Und ich möchte Folgendes, ich möchte den Zaun so hier verteilen, also so günstig verteilen, dass sich die Fläche hierfür, ich sperre da meinetwegen Hühner oder irgendwelches Viehzeug ein, dass sich die Fläche maximiert. Das ist die Fläche eines Rechtecks, wie man sieht. Ne? Die soll maximal werden. Wie muss ich, wenn ich mir überlege, die eine Seite heißt A und die andere Seite heißt B, wie muss ich das am besten machen? Ich erinnere nochmal, die Fläche abhängig von A und B, weil ich noch nicht weiß, wie groß ich A und B wähle, ist in diesem Fall A mal B. Ich erinnere weiter, 80 Meter ergibt sich aus A plus B. Jetzt habe ich schon praktisch das Wichtigste dargestellt, und zwar, das sind meine Grundbedingungen. Eigentlich kann ich schon mit der Lösung loslegen. Also A gesucht ist A max, so groß wie möglich. So, dann legt mal los und wir sehen uns dann wieder. Jetzt kam eine Idee von der Schülerin, dann stellen wir doch die zweite mal um. Ja, ja, sag ich auch. Stellen wir doch die zweite mal um nach B. Und setzen die dann in A ein. Also wie man Gleichungen, zwei Gleichungen, ein Gleichungssystem ausrechnet, wenn zu viele Unbekannte da sind. Jetzt sagen wir, A ist abhängig von, werden wir mal gucken, wie das aussieht. Ich schreibe, das ist A, das ist dieses A hier. Und dann schreibe ich weiter, mal, und jetzt statt B, muss ich ein bisschen andere Farbe nehmen, statt diesem B schreibe ich dann, Moment, pardon, das war das Falsche. Na, statt diesem B geht es jetzt hier weiter. Sage ich, B ist nämlich das hier. Das hier, das ist der Trick. So, und jetzt schreibe ich weiter. Also A mal, in Klammern, 80 Meter minus A. Oh, ich habe bloß nun A. Es ist nur noch von klein a abhängig. Na, dann kann ich froh sein. Jetzt geht es nämlich. Das sieht aus wie eine f von x ist gleich. So sieht die Gleichung aus. Wir machen aber mit diesen Buchstaben weiter, denn in der Natur kommen die X'e nur sehr selten vor. Und wir multiplizieren das alles mal aus. Dann heißt das in diesem Fall, ich fange mal hier hinten an, minus a Quadrat und dann plus 80 Meter mal a. Und das sieht aus, jetzt greife ich wieder darauf zurück, f von x ist gleich minus x Quadrat plus 80x. Ne, so sieht das aus. Und was würden wir mit so einer Sache machen? Gesundheit. Das ist eine quadratische Funktion und die hat irgendwie einen Graphen, der muss so laufen. Und was ist das hier oben? Das ist das Maximum. Wir wollen aber die Fläche maximieren. Und was ist es weiterhin? Das Ding nennt sich Scheitelpunkt. Also müssen wir die Scheitelpunktskoordinaten errechnen. Und das können wir jetzt mal machen. Und wie machen wir das? So, jetzt hat eine Schülerin Folgendes gemacht und eine andere Schülerin hat was anderes gemacht. Das ist beides gleichwertig. Ich sagte ja, wir wollen von dieser Parabel, weil die das Minus zeigt es, die ist nach unten geöffnet, wollen wir hier den Scheitelpunkt ermitteln. Und zwar den x-Wert der Scheitelpunktkoordinaten. Manchen fällt es leichter, diese Formel a von a ist minus a Quadrat und so weiter, umzuwandeln, f von x ist gleich minus x Quadrat plus 80x. Das geht besser für manche. Ich habe es mal in diesem Fall so dargestellt. Man kann es auch hier oben mit diesen Buchstaben machen. Und zwar, wie komme ich an diesen Scheitelpunkt? Na, ganz normal, indem ich sage, der muss zwischen den x-Nullwerten liegen, genau in der Mitte. Also kann ich hier ganz leicht auf diese Art und Weise die beiden Nullstellen ermitteln. Und der Durchschnitt davon ist der Scheitelpunktswert, der ist 40. Andere Idee, ich nehme diese Formel hier. Ich werde mal unterlegen mit Gelb hier. Ich schnapp mir diese Formel und schreibe die hier hin und bilde eine quadratische Ergänzung. Muss aber wegen des Minus in diesem Fall die minus 1 ausklammern. Es ist, geht auch, ist umständlicher und wir kommen auch dahin, klammern wieder ein und uns interessiert eigentlich eins und zwar hier, da ist er. Das ist der Scheitelpunktwert hier,
Da grinst er uns raus letzten Endes. Aber diese Variante ist ein bisschen fehleranfälliger, sage ich mal, weil man hier mit der quadratischen Ergänzung vielleicht ein bisschen zu viel rumschangeln muss. Wobei uns der y-Wert vollkommen egal ist. Der ist uns wirklich Schnuppe. Wir wollen wissen, a heißt nämlich, dieses x heißt nämlich klein a. Wir wollen eine Seite wissen und wir wollen nicht wissen, wie sich das dann irgendwie entwickelt. Wobei, eins haben wir. Der ist frei rausgeliefert, ne? Die 1600 entspricht 1600 Quadratmeter. So, jetzt weiß ich wieder Folgendes. Jetzt machen wir es ganz einfach. Wenn also A gleich 40 Meter ist und insgesamt 80 Meter zur Verfügung stehen, folgt daraus, B muss auch 40 Meter sein. Und ich könnte jetzt Folgendes machen. Ich könnte A von 40 Metern hier einsetzen und käme auf 1600 Quadratmeter. Oder ich sage, A ist gleich A mal B und 40 Meter mal 40 Meter, komme ich auch auf 1600 Quadratmeter. Das ist jetzt so die Anwendung, die aus so einem Kram resultiert. So kann man das machen. Ist eine klassische Aufgabe, Hühnerzaun, Maschendrahtzaun oder so. Na gut. Hier gibt es noch Fragen. Richtig. Hier oben, hier in dieser Formel sieht man, ne, A 40 Meter, dann müssen auch nochmal 40 Meter sein. Auch so kann man das ganz stur errechnen oder hier nochmal B errechnen, indem ich sage 80 Meter minus 40 Meter und so weiter. Heißt also, auf diese Art und Weise kann man optimieren, etwas maximal oder, wenn der Graph andersrum zeigt, minimal machen. Also mit minimalem Aufwand den größten Nutzen erreichen. Gut, noch Fragen? Nö. Gut, dann schließe ich das Video an der Stelle erstmal ab.